Ich kann ja niemand zum Kacken zwingen, aber ja, die wollen dann drüber reden. Was geht? Ich bin Len. Ich war schon sehr oft im Krankenhaus. Ich kann dir sagen, oft wird es sehr viel weniger schlimm, als du denkst. So, bei der ersten OP erinnere ich mich noch, als Kind bekommt man immer so ein Beruhigungsmittel. Das ist eigentlich der witzigste Part, den man im Krankenhaus überhaupt erleben kann, weil man dann so übertrieben high ist und die ganze Umwelt komplett abfeiert und über alles lachen kann, was man hört. Und denkt so an die OP und denkt so, ja, sehr entspannt, sehr cool, macht dir Spaß, bisschen schlafen ist ja nice. So, man kann sich schon richtig wegballern lassen und da fangen die dich dann auch auf. Die sind da wirklich für dich da und wollen dich auch schmerzfrei bekommen, und zwar komplett. Krankenhausessen. Das ist ein Problem, was selbst ich nicht lösen kann, weil es ist einfach immer ekelhaft. Helfen kann es, wenn ihr euch einfach immer von Besuch, der kommt, Essen mitbringen lasst, was selbst gemacht wurde oder man von irgendwo Essen to go mitbringt. Das ist auch immer ein gern gesehenes Geschenk. Die gute Nachricht ist, ja, die schlechte Nachricht ist, Internet kann man sowieso vergessen. Was super weird ist, die Pfleger sind immer dazu verdonnert, deine Verdauung aufzuschreiben. Also wie oft du aufs Klo gehst, wie oft du groß oder klein machst. Und das ist total absurd. Die Ärzte wollen das dann auch sehen und vor der Visite morgens gucken die sich dann die Tabelle an und gucken sich genau an, wie oft du kacken warst. Aber im Krankenhausbett ist das halt immer ein schwieriges Thema, wenn du gerade nicht aufstehen kannst oder so. Dann behältst du es halt gerne mal für dich. Denen fällt das dann aber auf und dann wird es sehr unangenehm, weil ich kann ja niemand zum Kacken zwingen. Aber die wollen dann drüber reden. Das ist was als Erwachsener, da finde ich, muss ich nicht mit denen drüber diskutieren. Das ist einfach nicht so nice und nicht so notwendig. Wenn ich selber weiß, wann das einen kritischen Zustand erreicht und wann nicht. Wenn man im Krankenhaus ist, will man in erster Linie wieder direkt raus, so schnell wie möglich. In den meisten Fällen ist man da, man wird gesund und man geht wieder. Aber in manchen Fällen kann man auch einfach nicht direkt wieder nach Hause, weil die Diagnose noch nicht da ist. Wenn du aber selber das Gefühl hast, dass es dir nicht gut tut, da zu sein, dann ist das was, was du mit den Ärzten besprechen kannst. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit meinen Erfahrungen aus diversen Krankenhausaufenthalten. Schreibt doch mal eure Erfahrungen im Krankenhaus und drumherum unten in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, was ihr da schon so für kranke Sachen erlebt habt. Schaut euch hier das Video von Shark Shapira an, wenn Clickbait real wäre in der Notaufnahme. Und hier könnt ihr sehen, wie Chucha durch Tokio rennt.